Hallöchen und ja, das sind wir wieder. Wir wollten. Alles klar. Das müssen wir auch noch machen, ja. Machen wir das hier. Das müssen wir auch noch machen, bestimmt. Hallöchen. Hallo? Haben die Minutemen dich geschickt? Nein. Na klar. Sag mir einfach bei, was ihr Hilfe braucht. Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben. Aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Na, dann mach ich das mal. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Wir hätten nicht gewusst, an wen wir uns sonst hätten wenden sollen. Ja. Mal hingehen. Zum Kaffee einladen oder sowas. Ein bisschen reden. Herausfinden, was Probleme. Was für Probleme die haben und so. Weißt du? Dann kannst du gleich was dagegen machen. Hartes Geballere, wo sind wir? Hallo? Oh. Bist du? Ja, das Bein ist erstmal die zweite Sorge. Du bist tot. Oh, das war das. Alles klar, gut zu wissen. Okay, was ist das? Hadrian, Karl, hätte da Arbeit, die dich interessieren könnte. Jamaica Plain sagt dir was, ja? Wo sie vor dem Krieg all die Schätze versteckt haben. Wegen den Ghulen hat sie nie jemand gefunden. Sal stellt ein Expeditionsteam zusammen. Brauchen noch einen Scharfschützen. Bist du dabei? Falls ja, weißt du ja, wo du mich findest. Ja, tot in irgendeiner Gasse. Das ist Gasse. Ja, tot im Wald. So. Da, was war denn das?
klang aber cool. Ja, das kann man da irgendwo her. Die Sau. Stimpack nehmen wir mit. Das auch. Sorry. Na. Ja, das will ich ja die ganze Zeit, aber... Hallo? Nix. Hallo? Was haben wir hier? Rotpatron. Sehr schön. Oh, ja. Nett. Oh ja, ist noch was. Komm her. Hier bin ich. Das nehmen wir mit. Ich übrigens auch. Gar kein Ding. Ja, klar. Hast immer. Verpisst, was? Nee, noch nicht. Wo ist die kleine Schlampe hin? Ey, jetzt hört man nicht so persönlich, ne? Zeig dich! Los, wenn du dich traust! Na, hier bin ich. Ich komm zu dir hoch, Herbert. Jetzt klar erstmal eine
Backpfeife, die sich aber ordentlich gewaschen hat. Und auch brauchst du kein Rouge mehr. Oder wie das Zeug heißt. Dass du dir so ins Gesicht schmierst. Wo ist er denn? Johnny? Tolle. Stimmt wie. Nö. Schon. Wow. Geht gar nicht. So Mist. Der geht. Och, bitte. Komm raus. Schnell. Tape, ne. So. Oh. Nichts mehr zu sehen von ihnen. So sieht's aus. Oh, die kann man auch mal wieder verwenden. Blöde Sau. Hey. Hau ab. Meine Fresse, verzieh dich. Mein anderen Sack. Nimm mir. Geil. Der rasende Fleischerhaken. Scheiße. Hallo? Hab sie verloren. Gar nicht wahr. Ich mach gar kein Hehl draus, wo ich bin. Weil du zu faul bist, dich zu bewegen, oder was? So, nee. Verdammt, wo bist du hin? Immer noch hier. Bin ich.
Wow. Gerade gesagt, ich bin hässlich. Was soll denn das? So war nicht nett. Ich meine, wir können uns ja hassen, aber persönlich müssen wir nicht werden. Wow. Hey, die Zuschauer dürfen nicht schießen. Was ist passiert? Ich hab dich angegriffen. Ahoi. Diesmal hat man das an. Das letzte Mal nicht. Das weiß ich schon. Hab ich mich noch gefragt, warum hat der nicht an? So, da haben wir volle Möhre ausgeteilt. Oh. War gerade unangenehm. So. Fahren wir nach oben. Na da. Schön, dass Sie bei uns waren. Beehren Sie uns bald wieder. Schau, dass man nicht abstellen kann hier. Wenn man will überschwemmen lassen. Schade. So. Das hätten wir erledigt. Gehen wir zurück zu den Leutchen und sagen denen hier Mission Complete und verlangen das Doppelte, weil war ja mehr Aufwand, ne? Mehr Aufwand bedeutet mehr Kohle. Bezahlt wird auf jeden Fall pro erschossenen Typen. Oder Frau, je nachdem.
oder Kreatur. Hallo? Ich komme wegen Ihres Räderproblems. Wo sind Sie? Okay, was macht ihr hier drinnen? Ich habe diese Räder für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Geil! Eigentlich, ja. So, schieben wir dorthin, ne? Von der Kinderkrippe aus. In die Richtung müssen wir. Ja. Nehmen wir mit. Können wir uns dann schön ein Steak kochen. Oder braten, je nachdem. Ist ein bisschen vorsichtig sein. Denn hier hoppen allerlei böse Buben rum. Dunkle Gesellen. Oder wie man es nennen will. Hallo? Ich will hier nichts tun. Oh. Komplett verformt. Okay, da haben wir das gefunden. Wollte ich zwar nicht hin, aber... Hey. Abgeschlossen. Scheiße, das ist ja wieder hier.
Das hier kann ganz schnell ganz böse in die Hose gehen. Also, mal schauen. So, naja. Was wer da sein? Nur ich. So. So. Ja. Alter. Yep.
So, na da. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass ich jetzt drauf gehe, aber ja. Ist immer noch einer am Leben. Komm mal her. Hey! Ja, ja. Hier drüben. Weißt du was? Wenn mich das so aufregt, zack, rocken den Befehl. Hallo? Jemand zu Hause? Niemand? Gar niemand? Ich dachte, ich könnte jetzt immer auf jemanden schießen, der... Weiß nicht. Der echt Bock hat, in Fetzen zu fliegen. Oh, lass mal Mine rüber. Wo? Wo ist Geräusch? Da. Heute kein Kampf. Doch, mein Freund. Hallo! Ich dir das Hirn zermatschen. Ich vorher dir zermatsche Hirn dir. Weißt du? Ups. Wow. Slow Motion nachladen. So. Das nenne ich Flurbereinigung. Flurbereinigung? Was?
Schön, die haben einen schönen Grill gebaut hier. Das sieht bestimmt, boah, Menschen gekocht hier. Ja, das sieht so aus. Lecker. Oh ja, ja. Der hat es gemütlich gemacht. Finde ich gut. Ah, die fressen doch alles, ne? Wo sind wir denn jetzt hier? In die Richtung. Genau. Schießen einfach mal eine Rakete drum mal. Klingt schon verdammt geil. Wow. Das ist nicht so geil. Ja, doch mal. Was soll das? Ist das? Okay. Alter, Scharfschütze. So richtig ekelhaft aus, ey. Wie so eine Tetra-Packung. Ja, weißt du, so Eistee-Pappe. Hallo? Wow.
Cool. Das Schloss kriege ich nicht auf. Machst du zur Hölle oder Dog Meat? Jetzt müssen wir den Panner hinterher. Boah. Mann. Ey, was geht ab? Eine Dartscheibe, das wär's. Aber wo soll ich sie hinhängen? Hier an den Baum. Hi. Ah, ein neuer Gast. Willkommen in Max Bar. Wir haben geöffnet. Bitte entschuldige das Chaos. Nett hier. Vielen Dank, hab den Laden selbst ausgesucht. Viel Platz zum Ausbauen und das nächste Innviertel zu einem unschlagbaren Preis. Also, was darf sein? Krass, ey. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Du hast die Wahl. Sagst du? Nee. Mir ist noch gar nicht aufgefallen, dass da. Da. Der zweiköpfige Bär. Aaron Carr. Ist mir noch nie aufgefallen. Jetzt erst. So, da wäre das auch unsere Kontrolle. Aua. Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Sagst du. Presten. Danke. Endlich. Ich habe die Raider erledigt, die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich lach und denk. Sehr schön. Ja? Hey, Carla. Brauchst du noch was? Nee. Der Weg von hier aus ist ziemlich weit. Hey, hallo. Warte da. Solange du so bepackt bist, werden wir nicht wirklich. Hey, Carla. Brauchst du noch was? Der Weg von hier aus ist ziemlich weit. Ja. Klar, ich schau mal, was du. Ich verkaufe. Nehmen wir mit. Komm hier, zack. Fusionszellen. Das nehmen wir auch mit.
So, das könnten wir alles gebrauchen. Das müssen wir unbedingt mal essen, vor allem. So. Nachdem ich mich hier niedergelassen hatte, war es für mich vorbei mit dem Alkohol. Die Ärzte meinten, ich hätte meine Leber ruiniert. Hätte ich dir sorgen können. Immerhin regnet es nicht. Was brauchst du, General? Hi. Kann ich was für dich tun? Du kommst mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Gerne doch, General. Ich glaube, die Leute hier kommen dank dir jetzt auch allein klar. Keine Sorge, Dogmeat. Ich kümmere mich um sie. Schade, dass du, nee, wie bei New Vegas, Bade mitnehmen könntest. Ja. Weißt du, du kannst ja immer den Hund und immer einen menschlichen Begleiter. Oder eben hier den Roboter und den menschlichen Begleiter. So. Nuka-Cola ist das Einzige, das mich wach macht. Ansonsten ist alles etwas verschwommen. Aha. So, hier müssen wir auch noch hin. Hallöchen. Farmer Bob. Du bist zurück? Jo. Hast du dich schon um unser kleines Problemfleckchen gekümmert? Na klar. Ich hab den Laden gesäubert. Sollte jetzt sicher sein. Deine Freunde können also kommen. Ach, schön, mal ausnahmsweise ein paar gute Neuigkeiten zu hören. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Jo, dankeschön. Hallo Freund, Preston Garvey. Von den Minutemen des Commonwealth. Die Minutemen sind bei uns immer willkommen. Erzähle es allen weiter. Die Minutemen sind bereit, jedem zu helfen, der sie braucht. Gut zu wissen. Also es war wirklich schön, mit dir zu plaudern. War schön, mit dir zu plaudern. Drängelt sich echt in den Vordergrund, ey. Tun ja gerade so, als würde der das alles machen, ne? Also ehrlich, ne, so geht's nicht. Oh, 2 Level ab. Machen wir das und das. Bürgermeister McDonough war immer gegen die Minutemen. Ich habe nie ganz verstanden, warum. Ja, warum wohl? Arschloch ist. Hey, du gehörst zu den Minutemen, oder? Ich weiß wirklich zu schätzen, was ihr da macht. Hey, das weiß ich zu schätzen. Gute Arbeit. Weiter so. Hier, nimm das. Ich hoffe, es wird euch nützlich sein. Brauchst du was? Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Wo
mein Lieblingsstadion war, ist jetzt ein Elendsviertel. Echt toll. Interessant, dass du das erwähnst, weil du doch aus einem Vault kommst. Du trägst zwar nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Okay. Hier hast du deine Überschrift. Hiesige Frau sagt nein. Du meinst es ernst, hä? Schlaumeier. Schön. Wir machen das später, aber ich will dieses Interview, klar? Ach so. Piper. Alter. Bist du bereit für das Interview, Blue? Ja. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Da waren nur ich und 1000 andere Versuchskaninchen. Sie wurden zu Fleischfressern. Okay, ich schätze, da muss wohl ein satirischer Ansatz her. Also, du hast das Commonwealth gesehen, Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Mann, warum kein Sarkasmus? Ich hatte viel zu viel Spaß, Sachen in die Luft zu jagen, als dass ich mir darüber Gedanken gemacht hätte. Willst du es mir so schwer wie möglich machen, hä? Na gut, wenn das deine Antwort ist. Jetzt die große Frage. Warum bist du nach Diamond City gekommen? Du suchst jemanden, nicht wahr? Wer ist es? Du hast dich verhört. Ich suche niemanden. Lüg mich nicht an, Blue. Das ist deine Geschichte. Sollen die Leute nicht die Wahrheit erfahren? Ja, verdammt. Mein Baby Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Auf der Suche nach dem vermissten Kind. Das ist heute so rührend wie eh und je. Glaubst du, das Institut hat etwas damit zu tun? Was? Wieso? Weißt du was? Hä? Ich weiß nicht. Das tut keiner. Das macht sie so unheimlich. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. No. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Hör zu, was deinen Sohn angeht. Ich wusste nicht, ob es dir schon besser geht und wollte die Zeit meines Freundes nicht vergeuden, aber er kann dir vielleicht helfen. Er heißt Nick Valentine und ist ein außergewöhnlicher Detektiv. Hat ein Büro hier in Diamond City. Halt nach dem Neonschild mit dem Herz drin Ausschau. Neonschild mit einem Herz? Bist du sicher, dass er kein Bordell führt? Das wäre zum Totlachen. Aber nein, Blue. Er ist einer von den Guten. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Geht ab. Hey. Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Na los. Gehen wir. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Hör gut auf sie, Piper. Sie wird dich von allen Gefahren fernhalten. Keine Schwierigkeiten? Pff, wo wäre denn da der Spaß? Nee, warte. Der geht. Warum das... So ist, keine Ahnung. So, na, da haben wir Piper. Ist doch schön. Was hast du da versteckt? Nix. Nur Müll hier. Ist dein Müll. Brauchst du was? Es ist groß, laut, korrupt und voller Arschkriecher. Aber es ist mein Zuhause. So, na dann würde ich sagen, sind wir schon wieder
am Ende dieser Ich will dir ja nicht vorschreiben, mit wem du befreundet bist, aber mit Piper hat man nichts als Probleme. Halt dein Maul. Am Ende unserer schönen Reise hier für heute. Ja, ist ja gut. Wir sehen uns später, würde ich sagen. Und danke fürs Zuschauen. Wow, wieder versprochen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.